Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir die fast restlichen Level hier abgeschlossen aus dem vierten Warp Room und haben den grünen Edelscheiben geholt. Ja, sehr gut, ne, bin ich nicht gut. Und jetzt machen wir Bucklight, die letzte Level vor dem Endkampf, die ich mir irgendwie nicht so schwer vorstelle, weil das einfach nur so eine geradlinige ist, so wie das aussieht. Und nicht so eine Technologie-Level, die hätte ich mir ein bisschen schwieriger vorstellen. Ist auch nicht so eine dunkle Mach-Level, oder? Ach nee, ich glaube, man kommt später so in so ein Grab rein, oder? Bin ich mir aber nicht sicher. Fährt auf, das Krokodil sieht aus wie aus Peter Pan, das Krokodil. Genau, ne? Das wollte schon immer loswerden. Und ja. Ich höre schon die Musik, also nee, ich meine, ja, da geht's doch schon rein. Sag ich doch, boah, ich dachte, ich wäre runtergefallen. Ich denke mal, wird eine chillige Let's Level und den Endkampf werden wir auch noch diesen Part reinkriegen. Oh man, es ist doch so eine dunkle Macht-Level. Dunkle Macht-Level, geil. Wir finden neue Begriffe. So, ein paar Wumpa-Früchte kann ich ruhig drauf verzichten. Ja, und die wäre jetzt gerade weggegangen. Und das war doof jetzt. Das waren jetzt Sekunden, die ich nie wieder krieg. Mach schnell, Mann! Mach schnell! Nein, nicht den Superdreher. Okay. Blauer Edelstein. Ich sehe gerade nichts, Mann. Ich gehe mal da hoch. Jetzt kommt wahrscheinlich der totale Horror, ne? Oh Mann. Okay. Was? Oh, da ist schon wieder wie beim letzten Mal, okay. Ja, super, da kann ich ja gar nicht weiter wahrscheinlich. Aber gar nicht alle. Ja, okay. Ich kann wahrscheinlich sowieso nicht hier durch. Warte mal. Okay. Ich habe gerade meine Aufnahme geguckt, also die ist ja ein bisschen verzögert. Und da war eine lila eine Plattform und den lila einen Edelstein habe ich nicht. Problem gelöst. So, jetzt warten wir. Weiß ich wenigstens, was hier ein Edelstein, was hier für einer fehlt. Schnell, Mann. Okay. Das wird jetzt geil. Zum ersten Mal, glaube ich. Burns. Wie im letzten Teil. Ich glaube, im letzten Level einfach mal alles hier. Bin ich echt gut, das jetzt. So zur Verfügung stellen, einfach nur. Da man einfach mal hier so drei Dinger geschenkt bekommt. Wenn man wenigstens einmal sieht, was passiert. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, noch nie so dazu gekommen ist. War im zweiten Teil auch, glaube ich. Bin ich gut, dass die das hier auch gemacht haben. Oh, nee. Muss schon wieder vorausgehen, glaube ich, ne? Oh, 40. Ich glaube, ich bin ein bisschen voraus, ne? So, weiter. Oh. Ich dachte die ganze Zeit, da wäre nichts. Ja, das ist geil. Hallo? Hilfe! Nein.
Ma, was ist das denn? Oh, das ist ja mies. Oh, das wird ein Spaß. Und ja, noch eine ganze Ecke hier weiter erstmal. Oh, haben wir auch im zweiten Teil. Muss ja eigentlich alles neu vertreten. Hallo? Was ist hier? Oh, schnell, Mann. Schnell, schnell, schnell. Also ich. So, wenn da drei Dinger waren, dann habe ich hier alles. Sehr gut. Ist ja geil, dass hier jetzt so ein Lichtdingen ist. Halt ab, der Dreck. Oh, mir schwindelig. Jetzt habe ich zwei, na? Checkpoint. Ein Krokodil in die Fresse geschlagen. Oh, das wird knapp. Ja, ganz oben eine Kiste. Ja, bitte. Ja. Und ab zum letzten Kampf. Hei, hei. Den sollte ich mir vielleicht bis zum Ende aufbewahren, aber ich kann jetzt nicht die restlichen Level hier abgrasen. Das ist ein bisschen doof. So, mach dich schon mal bereit hier, strecken und so. Airbagging, was weiß ich. 52%, Level 25 und wir kämpfen gegen Neocortex. Bams, rein da. Ob ich jetzt hier schaffe, auch nicht zu verrecken wie in jedem anderen Boss. War krass. Ich glaube, jetzt dreht er durch. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Voller Zorn. Wahnsinnig wütend. Erneut habt ihr meine besten Handlanger ausgetrickst und überlistet. Ich müsste mich doch aufregen. Und wir sind auch wütend. Doch es scheint, als hättest du etwas übersehen, mein kleiner Apfelsinenpflücker. Du hast die Kristalle gesammelt und jetzt müssen wir sie dir bloß noch abnehmen. Also eigentlich ein guter Plan, nur ihr habt keine Chance. Dann komm mal her. Crash Bandicoot zum letzten Mal. Gib mir die Kristalle. Na verdammt, jetzt habe ich drei gedrückt. Also gucken, wie viel Leben ab. Ja. Das heißt, es ist Crash gegen Cortex und Aku-Aku gegen Uka-Uka. Ja, und nähern kann ich mich den nicht. Aber wisst ihr noch, wie oft ich im zweiten Teil gegen den verreckt bin? Da war schwer. Ich darf die nicht berühren, okay. Verdammt. Ja, die beiden dürfte ich natürlich auch nicht berühren. Wäre nicht sehr klug. Na, Leute. Aber das wird ja nicht so schwer wie im zweiten Teil, auf jeden Fall nicht. Hi, na? Flieg mal da rein. So, Runde Nummer 2. Und die gehen auch zur Sache da.
Wo gehen die jetzt lang? Links oder rechts? Links! Zum Glück kenne ich das Muster auswendig, wie die durch die Gegend wirbeln. Hi, na? Hey, geh da rein. So, letzte Phase schon. Ja, wie alle anderen Bosse, verdammt schnell. Jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Ja. Da soll ich mich lieber nicht näher. Die tun nämlich immer da, wo ich bin, gerade anfangen zu kämpfen. Was greift Cortex an? Und rein da. Und geschafft. Und Fähigkeit erhalten. Schnelligkeitsschuhe, um schneller zu rennen. Halte während des Rennens die R2-Taste gedrückt. Bams. Und das war's. Waren jetzt 11 Parts. Und ich bin mit dem Spiel durch. Schon wieder besiegt. Das ist nicht mehr. Ich sollte mich an einen schönen Strand setzen. Mit einem großen Drink und einer Frau mit großen Eisleuten für meinen Kopf. Es ist noch nicht vorbei, Bandiku. Da sind noch die Edelsteine. Okay, die Edelsteine. Er hat jetzt nichts von Relikten gesagt. Ja, okay, sind wir schon fertig. Er hat jetzt, glaube ich, jeder Part so 20 Minuten gedauert hat. 2 Stunden gedauert. Und ja, schon fertig mit dem Spiel. Ich glaube, man hat gemerkt, dass ich mit dem Spiel schon ein bisschen Erfahrung hatte, oder? Also, so beschissen wie im ersten Teil. Im zweiten Teil habe ich mich nicht angestellt. Ja, okay, im ersten Teil war ja irgendwie ein richtiges Trauerfest, aber der zweite Teil war dann besser und dann der dritte Teil, ja. Hier bin ich irgendwie durchgerusht. Ich erinnere euch, wie ich in anderen Teil für einige Level ja wirklich 1-2 Parts gebraucht habe. Und hier mache ich in einem Part irgendwie 2-3 Level. Aber das Spiel ist auch an dem Zeitpunkt ein bisschen einfacher gewesen. Vor allem, da ich jetzt mit Analog steuern konnte. Das war halt richtig geholfen. Und ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Habe ich dutzende Male früher gespielt. Habe ich immer Spaß gehabt. Habe ich auch immer, glaube ich, in 2-3 Stunden durchgespielt. Und ja. Wahrscheinlich auch eines der besten Crash Bandicoot Spiele überhaupt. Uncle Dave Kindle. Was? Okay. Habe ich das letzte Mal auch schon gesagt beim zweiten Teil? Egal. Ja. Das Projekt ist natürlich noch nicht vorbei. Wir machen natürlich noch die ganzen optionalen Sachen. Die da wären die Relikte und die Edelsteine. Und ich muss ja noch immer die restlichen 4 Bonus-Level finden. Jetzt haben wir ja nur eine gefunden. Und, boah, wo war denn noch eine? Eine wusste ich auf jeden Fall noch, aber jetzt weiß ich nicht mehr, welche das war. Da mit den Alien-Zeichen im Rennen-Level, das wusste ich noch. Und dann haben wir noch eine, aber die ist mir jetzt Gollum, was? Und die ist mir Voice of Dr. Neocortex and the Great Aku, Uka Uka. Okay. Ja, ich hoffe, einigen hat das Projekt bis hierhin schon gefallen und einige gucken noch weiter, weil jetzt ist noch nicht vorbei, wie Ukauka schon gesagt hat. Okay, so, wir können jetzt rennen. Mit R2, wusch. Boah, wie schnell ich jetzt rennen kann, das ist auch richtig geil. Damit kann man jetzt richtig gut Speedrun machen. Machen wir das jetzt mal kurz. Und zwar bei der ersten Level. Da rennen wir jetzt mal einfach durch. Und versuchen, ein Relikt zu holen. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal aufsuchen, ganz viele Relikte farmen. Also farmen, was? Und dann gucken. So, jetzt die ganze Zeit R2 einfach nur drücken und durch die Gegend rennen. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, wie viel ich brauche, aber wie viel kann halt für die erste Level nicht sein. Ah. Wäre natürlich sehr gut, wenn man die ganzen Dinger hier einsammeln würde. Anstatt so wie ich
kommt daran vorbeizulaufen. Das muss auch nicht sein. Aber wir haben ja wieder einen Aqua-Akku hier. Ja, das war gut zum Beispiel. Das auch. Einfach nur durch die Gegend rennen wie ein Blöder. Das wäre zum Beispiel unmöglich gewesen, wenn man nicht vorher den die Schuhe hatte. So, was habe ich jetzt bekommen? Ein Goldrelikt, sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, welches Art Relikt hier irgendwie mehr gibt. Das ist natürlich das Problem. Immer gern Platin-Relikt. Aber da hätte ich wahrscheinlich alle Kisten hier kaputt machen müssen, ne? Ich glaube, so war es auch. Ich gehe jetzt hier so nach Crash Team Racing, da war es so. Da kann man natürlich auch, okay, du hast schon gut getanzt heute. Kann natürlich auch sein. Ah, es gibt keine Platin-Relikte oder was? Warte mal, wo habe ich noch mal hier schon mal gemacht? Okay, es gibt gar keine Platin-Relikte. Anscheinend, das ist auch richtig geil. Kann ich einfach durch die Gegend rennen, wie blöder. Wo ist ja noch so eine Level? Mach mal noch ganz schnell. Sind ja nur ein paar Minuten. Ein, zwei Minuten kann ich ja noch machen. Hier noch so eine stinknormale. G-Wiz 1,34, okay. Nehme ich mal so, weiß ich nicht, 20 Sekunden weniger für eine Gold. So, und jetzt rennen, rennen. So, einfach ganz schnell gehen. Gehen wir aus dem Weg. Zum Glück bekommt man ganz viel Akku. So, den Drachen geschenkt. Bin ich sehr gut. Okay. Da war noch ein Akku, verdammt. Aber den brauche ich ja nicht, wenn ich nirgendwo gegen renne. Ah. Sei nicht schon das Ende? Wieso muss ich darüber nachdenken? Er wird bestimmt Spaß machen. Okay, egal. Aber kannst du es wagen? Ja, toll. Keinen einzigen getroffen. Maha. Konnt beide nicht getroffen. Ja, okay, das wird aber was. Wesens Plat, Saphir. So, komm schon, Gold. Na, jawohl. Die Level sind ja kein Problem. Das ist ja wirklich kein Problem. So, ihr müsst euch schon mal daran gewöhnen, dass bald überall DAN stehen wird. Bei jeder Level. Also ja. So wird mein Offscreen, meine Offscreen-Arbeit aussehen. Fürs Erste. Ja, okay, ist gut. Und ja. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 55, okay. Und eine Menge. Ich glaube, wenn man mehr hat, dann kommt hier in der Mitte eine Plattform, die einen zu den Secrets Level bringt. Secrets Level, Secret Level. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch noch versuchen, die anderen farbigen Dinger zu holen. Wahrscheinlich werde ich irgendwie in der nächsten Folge versuchen, ein paar Edelsteine zu holen. Wie hier zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich werde ich das so machen. Weil ich werde wie ein Blöder erstmal durch die Gegend rennen. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall vorbereitet sein im nächsten Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.